Rolf Maria Koller gehört zu den Künstlern, denen man eine manische Besessenheit als Maler nachsagt. Bereits während seiner Lehrtätigkeit als Professor an der Fachhochschule Köln und danach arbeitete er in seinem privaten Atelier gleichzeitig an mehreren Bilderzyklen. Seine größte zusammenhängende Arbeit ist dieses Werk mit dem Titel Die Nacht des Menschen. Es ist 54 Meter lang, besteht aus 42 Einzeltafeln. Ein gemalter Albtraum, in dem viele schreckliche Ereignisse dieser Erde Bild geworden sind. Vor allem die Ereignisse des Krieges und der Holocaust veranlassten den Künstler immer wieder, das Projekt zu erweitern. Der Künstler ist nervös. Die Bildtafeln, die über Jahre in einer Kölner Spedition lagerten, werden zum ersten Mal als Gesamtwerk montiert. Jeden einzelnen Menschen, den ich gemalt habe, kenne ich persönlich. Einige von ihnen waren im Konzentrationslager und haben dort überlebt, sagt Koller. Ein Besuch in Israel am See Genezareth ließ ihn die Farbe der Wasserfläche nicht mehr vergessen. Sie gibt dem Gesamtwerk den Grundton. Tag für Tag sitzt Koller in seinem Kölner Atelier und malt, beeinflusst und aufgewühlt von den Ereignissen der Welt. Zurzeit entsteht ein neuer Zyklus, den er Bilder zur Bibel nennt. 48 Einzelwerke hat er bereits gemalt. Wie viele folgen werden, weiß er nicht. Die Bibel ist für ihn so aktuell wie kein anderes Buch und so malt er seine Bibel, wie er sie heute sieht. Losgelöst von jeglichen Trends und kommerziellen Gedanken. Auch in Kollers Bilderbibel begegnen wir wieder Menschen, die ihn beeindruckten, denen er zum Teil persönlich begegnete. So auch dem obdachlosen Priester Abbé Pierre aus Paris, den er vor ein paar Jahren porträtierte. Über den Menschen kann ich mich am besten artikulieren. Meine Sprache ist nicht geistig abstrakt oder informell, sondern sie ist eine deutliche Sprache. Beispielsweise. Das kommt von Paulus her, der mal gesagt hat, was nützt euch, wenn ich in Engelzungen zu euch redete? Ihr würdet mich nicht verstehen. Deshalb sind drei Worte in Prophetensprache oder in deutlicher Sprache wichtiger zur Verkündung. Und ich wusste immer, dass ich nur, da ich mich eben nur über den Menschen äußern kann, über das Du, siehe Martin Buber, dialogisches Prinzip, ist für mich das meine Diktion im Prinzip. Das Menschenbild als Bildnis, aber dann auch eben in kompositorischen, größeren Überlegungen bildhafter Art kann ich nur über den Menschen mich äußern.